So, meine Freunde. Ja, ich habe es ja schon lange angekündigt, das Infovideo zu meinem Turnier. Und zwar wird es heißen, einfach nur KO Haas Tournament. Ist eigentlich relativ easy. Ich habe mir keine großen Gedanken über den Namen gemacht. Ich habe einfach gesagt, okay, komm, leg's einfach los. Hast du einfach Tournament. Warum irgendwelche großen Namen herausfinden? Das geht einfach so. Okay, auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, ihr könnt ja schon ein bisschen was lesen, aber ich lese es euch einfach mal vor, ne? Also, zu meinem Turnier. Erstmal ganz easy die Regeln. Ne, bevor ich zu dem ganzen anderen Rest komme, erstmal das Wichtigste voran, die Regeln. Also erstmal ein paar Clauses, die ihr bestimmt alle kennt, aber einfach mal zum Auffüllen für die, die es nicht kennen sollten. Also die Disconnect Clause heißt, wenn euer Internet abkackt, habt ihr verloren. Wenn meins abkackt, dann überlege ich mir was. Ich denke mal, dann sage ich einfach, okay, ich habe verloren. Aber es wird nicht abkacken, von daher, wenn euer abkackt, habt ihr verloren. Dann die Evasion Clause. Heißt, Doppelteam und Komprimator sind verboten, einfach weil das dann wirklich zu sehr auf Glück gehen würde und ich dann sowas wie Aero Ass und Finte einsetzen müsste, damit ich euch überhaupt treffe. Ja, und das ist scheiße. Deswegen, Doppelteam und Komprimator könnt ihr vergessen. Die normale Sleep Clause heißt, ihr dürft nicht mehr als ein eingeschläfertes Pokémon haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein eingeschläfertes Knackrick habe und ihr Schlafpuder, Hypnose, was weiß ich, auf mein Dragoran einsetzt, und es schläft und dann beide schlafen, habt ihr verloren, weil ihr euch nicht an die Regel gehalten habt. Andersrum natürlich auch so. Dann die One-Hit-KO-Clause. Heißt keine KO-Attacken. Guillotine, Geofissur, Eiseskälte, etc. pp. Geht alles nicht. Weiter geht's. Dann die Specials-Clause. Keine doppelten Pokémon. Ist ja wohl klar, sonst wird es auch langweilig, wenn einer 6 Bruder Landers mit einfach nur verschiedenen Spielweisen hat, ne? Dann Self-KO-Clause. Heißt, setzt die Explosion oder sowas ein, ja? Und es, ihr habt noch ein Pokémon, ich habe noch ein Pokémon. Ihr setzt Explosion ein und beide gehen K.O. Habt ihr verloren, weil ihr die Attacke eingesetzt habt? Dann habe ich nämlich gewonnen deswegen. Dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr denkt, okay, mach's nur unentschieden, aber unentschieden gibt's ja nicht mehr. Gibt's nur Sieg oder Niederlage. Wirst ihr euch merken. Dann weiter die Level Warp Clause. Alle Pokémon werden auf Level 50 runtergestuft. Sehr easy. Pokémon Wi-Fi Battles halt, ne? Und dann Item Clause. Keine doppelten Items. Auch relativ easy. Okay. Dann zu den Tierbegrenzungen, die gehören auch zu den Regeln. Kein Uber, Ausnahme ist Durengard. Einerseits, weil ich selbst einen Durengard habe, also ein Tier, in meinem Team besitze, deswegen ist Durengard dabei. Und zweite Ausnahme ist bei Team Legi. Heißt, Team Legi sind hauptsächlich nur Legendäre. Es sind nur Legendäre, ja, es sind nur Legendäre. Und die Sache ist, fast alle Legendären sind Uber. Das heißt, in dem Team dürftet ihr Uber-Pokémon benutzen, wenn ihr es wolltet. Allerdings müsst ihr damit einberechnen, das komme ich dann danach dazu, wenn man zu den Anmeldungen geht, ne, das, okay, das sage ich gleich, komme ich gleich dazu, müsst ihr ganz kurz warten. Dann noch keine Bann, also wohin genau ist, sind es glaube ich nur, und halt Arceus Normalform, da ist ja auch die Ausnahme Team Legi. Allerdings muss ich euch da sagen, alle normalen Teams, halt, die Typ-Teams bestehen aus 4 Pokémon. Das heißt, es wird ein 4-4-4-Battle. Dann die anderen Teams, also Auswahlteams und Lieblingsteams, haben 6 Pokémon. Das heißt, dort wird ein 6-4-6. Dann sage ich schon mal zur Anmeldung. Ihr schreibt mir einfach eine PN. Ja, eine PN ist besser als ein Kommentar, ein PN. Mit 8 Pokémon, die während des Turniers nicht ersetzt werden dürfen. Dazu sage ich euch aber jetzt, wenn ihr zum Beispiel jetzt fürs Team Legi, dann euch aber 6 Ubers in das Team macht, dürft ihr nur noch mit 2 Pokémon spielen, das ganze, den ganzen Turnier über. Das heißt, überlegt es euch gut, wie ihr das macht. Ja, also ihr müsst da schon so ein bisschen nachdenken, ne? Dann schreibt in die PN noch euren Skype-Namen, also dafür, dass wir einen Termin ausmachen können. Skype wird jedenfalls sehr wichtig sein, weil da ist eine Pflichtbedingung einfach, weil es da viel einfacher ist, dann da zu handeln, von wegen, ja, wir treffen uns jetzt und jetzt da und dann fertig. Ja, Skype bin ich sogar am Handy erreichbar. Das heißt, wenn ihr mir schreibt um 15 Uhr, yo, kannst du vielleicht eine Stunde später, kannst du um 15 Uhr direkt sehen. Dann Freundescode, den müsst ihr natürlich direkt damit zuschreiben. Euren Ingame-Namen und euren Nintendo Mi-Namen müsst ihr natürlich auch dazu sagen, dass ich weiß, wie ich euch einspeichere und wie ich euch empfinde. Gut, zum Ablauf des Turniers. Erstmal, ihr werdet 3, 5, 7, 9, ne, 8 Kämpfe haben. Richtig? Ja, 8 Kämpfe. Es fängt so an. Ihr besiegt drei Typ-Teams. Ich werde gleich sehen, was ich mit Typ-Teams, Auswahlteams und Lieblingsteams meine. Werdet ihr gleich alles sehen. Deswegen macht euch keinen Stress deswegen. Ja. Also erstmal, ihr besiegt drei Typ-Teams. Bekommt ihr ein Leben. Dann müsst ihr zwei weitere Typ-Teams besiegen. Allerdings, verliert ihr im vierten Kampf, verliert ihr das Leben. Gewinnt ihr dann wieder die beiden Kämpfe, danach habt ihr nur noch ein Leben. Allerdings, wenn ihr dann aber nicht verliert und beide Kämpfe, also das heißt die ersten fünf Kämpfe gewinnt, habt ihr zwei Leben.
Merkt euch das. Mathematik, Leistungskurs, ne, ganz schwierige Phase. Okay, weiter geht's dann. Besiegt ihr erneut dann zwei Auswahlteams? Ich will mal überlegen, ob ich das auf drei hochsetze, aber ich glaube, zwei passt eigentlich. Sind acht Kämpfe, es reicht. Besiegt ihr zwei Auswahlteams? Erhaltet ihr wieder ein Leben. Selbe Regel wie davor, verliert ihr irgendwie, verliert ihr natürlich das Leben. Ansonsten habt ihr dann drei Leben danach. Dann habt ihr entweder die Möglichkeit mit 0 Leben, mit 1 Leben, mit 2 Leben oder mit 3 Leben gegen das Lieblingsteam. Also ich habe drei Lieblingsteams. Und davon suche ich dann, also wie ich die Sachen aussuche, sage ich auch gleich. Davon wird dann ein gekämpft gegen eins. Wenn ihr es gewinnt, seid ihr der Sieger. Wenn ihr es verliert, habt ihr noch gar kein Leben, habt ihr verloren. Habt ihr noch ein Leben, habt ihr zwei Leben. Ja, mehr könnt ihr nicht haben. Ja. Und so geht's dann, bis ihr entweder verloren habt oder gewonnen habt. Wie werden Teams ausgesucht? Habe ich jetzt nicht reingeschrieben, aber das sage ich euch gerade einfach. Wie werden die Teams ausgesucht? Ganz simpel. Random.org heißt die Seite, glaube ich. Dort setze ich dann für die Typ-Teams erstmal 1 bis, ich glaube, 15 sind es. Ich glaube, 15 Typen sind es. 1 bis 15 ein und wähle für die ersten drei Kämpfe aus. Danach für die nächsten zwei, danach für die zwei Auswahlteams und dann für das Lieblingsteam. Ich werde als Videobeweis ganz am Anfang vor dem Video erstmal dann Screenaufnahme machen, von wegen so mache ich das und dann, ja, jetzt kommt als erstes Team 3, 7, 8 und dann 5, 1 und 5 und 1 und dann auf einmal 1 und 6 und dann Team 2. Das könnte dann passieren und dann wisst ihr, okay, er hat nicht ge gesagt, er will einfach nur die Teams nehmen, sondern kommt dann so, dass alles wirklich random ist. Der Preis, weil ich meine, das Turnier soll ja nicht umsonst sein, ne? Ist einmal für mich ein bisschen Publishing und so, ihr wisst Bescheid, ne? Aber auch andererseits einfach so ein bisschen Just for Fun mit meiner Community und als Preis für euch. Wenn ihr verliert, seid ihr raus. Natürlich nur einmal mitmachen, aber wenn ihr verliert, habt ihr verloren. Wenn ihr allerdings gewinnt, in der Beschreibung werde ich den Link meines Bazars, den ich auf dem Visa-Bot habe, einfügen. Wenn ihr es schafft, gegen alles zu gewinnen, dürft ihr euch eines von mir selbst perfekt gezüchtetes Pokémon aussuchen. Ja, also das dürft ihr schon aussuchen. Allerdings nicht mit irgendwelchen Besonderheiten, von wegen ihr sagt, ihr möchtet dieses Pokémon mit einem anderen Wesen haben, sondern einfach nur das, was ich anbiete. Weil ich möchte ja auch keine extra Arbeit haben, ne? Dass ihr einfach Bescheid wisst. Gut, jetzt habe ich schon 7 Minuten über Regeln, Anmeldung, Ablauf und Preis gelabert und noch, wie die ausgesucht werden. Ich würde einfach mal sagen, es geht dann direkt weiter. Ich muss gerade mal die Seite umblättern, da ich hier die Teams habe. Okay, dann Chaos Tournament. Was denn das für Teams? Okay, also zuerst mal mein Team Pflanze. Fängt an mit Bisaflor, Roserade, Shellterra und Trombork. Das wird mein Pflanzenteam sein, gegen das müsst ihr kämpfen, falls ihr Team Pflanze habt. Mein Wasserteam, Sampex, Milotic, Quaiutsu und Austoss. Wird ganz chillig eigentlich, solltet ihr das hinkriegen bis jetzt, ne? Ihr denkt euch bestimmt zuvor so, oh mein Gott, das ist einfach. Weiter geht's erstmal. Dann Team Feuer. Besteht aus Glurak, Flampivian, Hundemon und Magbrand. Weiter geht's. Damit dann zu Team Drache. Ja, der Drachentyp wird vertreten von Knackrak, Trikefalu, Tandrak und Monagoras. Und ein Elektro-Team wird vertreten von Ampharos, Elevoltek, Zapplerang und Rotom. Aber welches Rotom? Entscheide ich spontan. Habe ich noch keine Lust gehabt, mich festzulegen, ob ich Waschmaschine, Kühlschrank, Ventilator, Ofen. Ich glaube, es war's. Ja, ich glaube, es war's. Ob ich das davon nehme, weiß ich noch nicht. Deswegen, irgendwas nehme ich davon. Vielleicht nehme ich auch normale, ne? Kann ja auch sein. Weiß ich noch nicht. Werde ich sehen. Team Flug. Typ Team Flug, genau. Typ Team Flug wird vertreten von meinem lieben Garados, von Dragoran, von X-Bat und von Staraptor. Team Käfer, Scherox, Ramot, Voltula und Hornweisel. Team Normal, Kravums, Krabbit, Illisard und Ambidefel. Mein Geist-Team aus Banette, dann das Uber-Pokémon Durengard. Wie gesagt, Durengard dürft ihr selbst auch benutzen. Dass ihr Bescheid wisst, habe ich das schon gesagt, aber weiß bei euch nicht. Muss man alles wiederholen. Durengard, dann Apoqualip und Zwirfenst. Team Stahl wird vertreten von Stolos, Panzeraon, Tentantel und Empoleon. Dann mein Gesteintyp wird vertreten von Aerodactyl, Rihonio, Makago und Amaldo. Mein Psychoty-Team hat die Ehre, vertreten zu werden von Militalis, Metagross, Galagladi und Phoenixes. Mein Bodentyp, mein Tym, genau, ich sag als Tym, ey. Ich will so eine Mischung aus Typ und Team machen, ne? Mein Bodentyp wird vertreten aus. Das habe ich schon wieder Team gesagt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hypoteros, Skorgo, Stalobor und Kamerupt. Kampf, Skaraborn, Quappo, Machomai und Kapilz. Eisteam,
Wird vertreten. Ich sag als ich verspreche mich so oft, ey, ich bin krank, man merkt man bestimmt. Ne? Wird vertreten von Rex Blizzard, Snibbona, Lapras sowie Amagaga. Mein Gift-Team, Gengar, Smogmog, Nidoking und Hentoxa. Mein Unlicht-Team wird vertreten von Absol, Piondragi, Gryfeldes und Krebutak. Und zu guter Letzt zur sechsten Gen. Das der Feentyp wird vertreten von meinem Flunkiefer, meinem Gardevoir, mein Togekiss und meiner Zumeryl. Das sind die Typ-Teams. Die werde ich euch verraten. Die müsst ihr Bescheid wissen, dass ihr euch wenigstens dann auf die ersten Kämpfe vorbereiten könnt, auf die ersten fünf. Wie es weitergeht. Also meine Auswahlteams. Die werde ich euch nicht verraten, weil ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich schon bei den Gen-Teams, die ich vorgelegt habe, meine Lieblingsteams, die habe ich schon festgelegt. Die anderen Teams, gut, Team Evoli steht auch schon fest. Team Starter auch, aber Team Legi und Team Fossil, da war ich mir noch nicht sicher. Deswegen habe ich gedacht, okay, mache ich da einfach so ein bisschen random draus. Ne? Ich meine, es kann auch sein, dass ich zu Team Evoli noch sage, ey, mache ich doch anstatt Fulipura Glaceola rein. Weiß ich ja nicht. Deswegen muss ich da spontan entscheiden. Auf jeden Fall, meine Auswahlteams bestehen aus Team Evoli, Team Starter, Team Legi, Team Fossil, Team Gen 1, Gen 3 und Gen 4. Im Team Evoli natürlich werden nur Evoli-Entwicklung oder Evoli stattfinden. Team Starter aus allen Starter-Pokémon heißt von 1. bis 6. Gen von Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon. Habe ich was vergessen? Pokémon Kolosseum, XD, keine Ahnung, was es alles gibt, ne? Dann weiter geht's. Ja, ne, das war's. Dann Team Legi, wenn alle Le kann ich alle Legis reinhauen, die ich mit bis jetzt besitze. Das sind einige, kann ich sagen. Aber ich habe schon so eine ungefähre Ahnung, welches ich vorhabe zu nehmen, aber ich werde noch gucken, weil ich habe keine perfekten Legis. Das heißt, es werden irgendwelche random Legis sein, die ich aber so habe. Und das wird wahrscheinlich ein sehr einfacher Kampf für euch, wenn ihr irgendwie perfekte Pokémon habt, ne? Wer weiß. Ich weiß nicht, ob ihr mit perfekten Pokémon kämpft. Alle, die ich da oben aufgelistet habe, sind perfekt. Ne, einfach gezüchtet von Mr. Karoha persönlich. Weiter geht's mit Team Fossil. Nur Pokémon, die aus Fossilien rausgekommen sind. Dann Team Gen 1, nur Pokémon aus der ersten Gen. Team Gen 3, nur Pokémon aus der dritten Gen. Und Team Gen 4, nur Pokémon aus der vierten Gen. Ja, das war ja schon mal der Anfang. Ne? Das war Anfang und Ende. Weiter geht's mit meinen Lieblingsteams. Da habe ich erstes Lieblingsteam, zweites Lieblingsteam und drittes Lieblingsteam. Die werden ganz simpel, die sind auch schon fertig gewählt. Wer schon ein paar bei der Pokémon Showdown-Part gesehen hat, hat schon, glaube ich, ein oder zwei meiner Lieblingsteams gesehen. Kann auch sein, dass ich die nochmal ein bisschen verändere. Weiß schon, ich lese mir mal alles ganz genau durch, aber ich denke mal, die sind eigentlich feststehen und bleiben. Auf jeden Fall, ihr dürft euch auf die Typ-Teams sehr super gut vorbereiten. Und auf die anderen Teams müsst ihr euch leider etwas gespannt machen. Mein Team Evoli und Team Starter könntet ihr eventuell aus. Können, Team Evoli sowieso und Team Fossil auch, könnt ihr sowieso predikten, was da vorkommt. Team Starter könnte schwierig werden, Team Legi genauso und die Gens sowieso. Meine Lieblingsteams, naja, müsst ihr einfach nur wissen, wie ich gerne spiele, dann wisst ihr es. Aber das seht ihr ja alles im Turnier. Wann das Turnier starten wird? Ganz simpel, es wird circa Anfang November, also in circa einem Monat. Aus dem einfachen Grund, weil mir noch so circa 15 Pokémon fehlen, die ich noch nicht fertig perfekt gezüchtet habe. Und ich auch noch viel trainieren muss, weil die nicht alle die richtigen Attacken oder die richtigen Level haben. Dass ihr einfach Bescheid wisst, dass ich einfach noch einen Monat Zeit habe, um das zu machen. Ihr könnt euch natürlich schon sehr, sehr gerne bewerben. Ihr könnt schon mir PN schreiben mit den Infos über die 8 Pokémon, die nicht ersetzbar sind, den Skype-Namen zur Terminierung und euren Freundescode. Könnt ihr mir schon sagen, ne? Und falls ihr daran schon Interesse habt, könnt ihr schon in meinen Bazar reingucken. Der Link wird natürlich in der Beschreibung sein, wie ich schon gesagt habe. Falls ich es vergesse, Kanalinfo einfach reingucken. Entschuldigung. Falls ihr denkt, ihr würdet mich so oder so schlagen, könnt ihr natürlich schon reingucken und sagen, ey, ich hätte gern das und das und das. Könnt ihr machen. Allerdings kommt das nicht gut. Naja, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, schreibt mir eine PN. Und ja, damit würde ich einfach mal sagen, das Infovideo zu KOHs Tournament ist vorbei. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Die werde ich dann ganz gerne beantworten und ansonsten die PN und dann sehen wir uns in einem der nächsten Projekte oder in einem Monat bei KOHs Tournament.